Hi, hast du schon mal drüber nachgedacht, eine NFC-Spule in deinen 3D-Druck zu integrieren, weißt aber nicht wie? Dann bist du hier genau richtig. In diesem Tutorial zeige ich dir, wie du eine NFC-Spule ganz einfach programmierst und in deinen 3D-Druck einbaust. Was du brauchst: Zuerst brauchst du eine NFC-Spule. Diese kannst du ganz einfach im Internet bestellen. Ich habe meine zum Beispiel auf Amazon gekauft. Der Link dazu, den gebe ich dir gerne auf Anfrage weiter. Achte beim Kauf auf die Größe der NFC-Spulen. Meine haben einen Durchmesser von 25 mm und sind sehr dünn, so dass sie gut in meine 3D-Druckprojekte passen. Als nächstes brauchst du ein NFC-fähiges Gerät. Die meisten Smartphones unterstützen diese Technologie heutzutage. Also wirst du wahrscheinlich das richtige Gerät schon in der Hand halten. Wenn du kein Smartphone hast, gibt es auch spezielle NFC-Schreib- und Lesegeräte für das Handy und den PC. Nun zu Software. Es gibt viele verschiedene Programme, aber ich werde dir heute NFC-Tools zeigen. Es ist kostenlos und sehr benutzerfreundlich. Du kannst die App im App Store oder bei Google Play herunterladen. Natürlich funktioniert es auch mit anderen Programmen, aber das Prinzip bleibt das gleiche. Jetzt brauchst du noch einen Datensatz, den du auf die Spule schreiben möchtest. In meinem Fall werde ich eine URL verwenden. Aber es gibt viele andere Möglichkeiten, wie du deine NFC-Spule programmieren kannst. Lass uns loslegen. Erstens, lade dir die Software herunter und öffne sie. Zweitens, wähle Schreiben, um Daten auf die Spule zu schreiben. Drittens, füge einen Datensatz hinzu und wähle URL slash URI. Viertens, gib den Link ein, den du auf die NFC-Spule schreiben möchtest. Achte darauf, dass der Link vollständig und korrekt ist. Ich kopiere meinen direkt von der Webseite. Fünftens, klicke auf Schreiben, wenn alles passt, und halte die NFC-Spule an dein Handy. Sechstens, die App gibt dir eine Rückmeldung. Wenn es nicht sofort klappt, versuche es einfach nochmal. Siebtens, fertig! Deine NFC-Spule ist jetzt programmiert. Achtens, wenn du die Spule jetzt an dein Handy hältst, öffnet sich die Seite automatisch. Das war's. Wenn du noch nicht weißt, in was du eine NFC-Spule einbauen kannst, kannst du gerne mein Design für einen Schlüsselanhänger mit NFC nutzen. Den Link dazu kriegst du von mir auf Anfrage oder findest ihn in der Videobeschreibung. Wenn du wissen möchtest, wie ich die Spule in meinen 3D-Druck integriert habe oder wie ich den QR-Code für den Schlüsselanhänger erstellt habe, lass es mich in den Kommentaren wissen. Vielleicht gibt es dann bald ein weiteres Video dazu. Ich freue mich natürlich über Likes, Follows und Kommentare, also gerne dalassen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.